Moin, als ihr extrem schwierigen Gegner, herzlich willkommen zurück zu Uncharted Lost Legacy. Und wir lassen uns mal wieder hier vermöbeln von den Gegnern. Okay, alles sauber. Sehen wir uns um. Das wäre es natürlich, wenn es das jetzt schon gewesen wäre. Das wäre einfach. So, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Muni. Aber wir kennen das Problem. Es liegt nicht so wahnsinnig viel rum. So, da falle ich jetzt nicht nochmal drauf rein. Hoffe ich. Ja, coole Sache. Das ging ja jetzt doch fix. Aber hat mich jetzt auch nicht wirklich nach vorne gebracht. Ich meine, so viel ist ja jetzt hier auch nicht los. Tja, gucken wir mal, ob wir da hinten irgendwie hinkommen. Obwohl das da hinten doch der Turm ist, oder nicht? Oder ist es der? Ich weiß es nicht. Es gibt zu viele Türme. Es gibt mehr als zwei Türme. Ist erschreckend ruhig. Am Anfang, ihr wisst es vielleicht noch, habe ich ja jede Ecke mitgenommen oder versucht mitzunehmen, in der Hoffnung, irgendwelche Schätze zu finden. Ich habe das komplett aufgegeben. Ach, guck an, Nadine holt's Auto. Das ist eine coole Sache. Das ist echt sehr sozial von dir. Das finde ich cool. Gut, also ich habe das komplett aufgegeben. Ich will jetzt nur noch irgendwie zusehen, dass ich diesen Schwierigkeitsgrad hier irgendwie zu Ende kriege. Und alles andere machen wir auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Alle Schätze sammeln, Foto-Opportunities sammeln und diese ganzen Collectibles, die es bei Uncharted heute gibt. Ach, jetzt komm schon. Es ist doch hier. Warum machst du es denn nicht? Mein Gott, nochmal. Dankeschön. So, was haben wir denn hier jetzt? 15 Schuss. Oder 34 Schuss. Also, dass Nadine jetzt das Auto geholt hat, finde ich echt cool. Weil ich habe mir auch schon gedacht, hätte das Auto mal mitgenommen. Schau da oben. Parashuramas Bogen. No. Also, Parashama. Parashurama. Parashurama. Okay. Wer war das gleich? Okay.
Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Natürlich. Ach, hier ist wieder Seilwindengeschichte. Darum hat sie das Auto geholt. Als hätte sie es geahnt. Aber nun gut, so sei es. Dann fahren wir nochmal ein Stückchen näher ran, würde ich sagen. Bisschen gerade. Ja, hoch komme ich sowieso nicht. Aber soll auch so gehen. Verstanden. Damit sollte es klappen. Machen wir das nächste Tor kaputt. Okay. Kommt. Lass uns reingehen. Jawohl. Das tun wir. Also die Stellen, an denen kein Gegner kommt, die liegen mir echt. Da bin ich echt gut. 5 Meter geradeaus laufen, kriechen. Geh nach oben. Toll, endlich raus aus dem Dreck. Ja, das hört sich nicht gut an. Ich hab befürchtet, der Boss sei ein Schwätzer. Pass auf, was du sagst. Sorry. Bald ist es egal. Sobald wir den Stoßzahn haben, werden ihm die Leute wie Schafe folgen. Ja, sogar die mächtige indische Armee wird zittern. Kann's kaum erwarten. Na? Das ist Fraser! Na, der lebt immer noch. Was machst du denn? Alles okay. Nee, nee. Eben nicht. Kann man nichts machen. Schiebt sie mich an die Seite, das Dickerchen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wo willst du denn hin? Und jetzt mal ohne Witz, wie kamen die Gegner hier hin? Das gibt's ja nicht. Oh, uiuiuiui. Da, auf den Berg! Da kommen die anderen! Komm hoch. Nein! Ist denn jetzt mal gut? Okay, alles in Ordnung. Nein, es ist absolut nicht in Ordnung. Ein großer Laster da draußen. Wir halten die Augen offen. Nichts ist hier in Ordnung. Sonst fallen wir noch von einer Klippe. Du hast also doch Sinn für Humor. Ich wäre Asaf lieber einen Schritt voraus gewesen. Ist jetzt eben so. Außerdem zählt nur, wer es beendet, nicht wer anfängt. Guter Punkt. Glaubst du, Asafs Männer wissen, wonach sie suchen? Soweit ich weiß, nicht. Gut. Schön, wenigstens einen Vorsprung zu haben. Siehst du das? Sieht wie noch ein Wasserhahn aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Jawohl, ja. Ja. Mir nach. Hui. Nichts mit Seil hantieren und so. Boah, Mädchen. Was ist denn hier? Kein Seil? Nee. Einfach springen, bist du sicher?
Bist du ganz sicher? Okay. Nadine, oben sind noch ein paar. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Echt gut, unter diesen Umständen. Wie kannst du so entspannt sein? Hast du die Schüsse nicht gehört? 30. Das heißt, es sind mindestens 15. Ich entsichere mal lieber mein Gewehr. Meins ist immer entsichert. Oh, shit, scheiße! Wir haben Gesellschaft! Was, wo? Bewegung! Wo war er denn noch? Ach, Mensch, ey. Das lief doch so gut. Oh, Scheiße! Boah, ich sag doch, das sind mindestens 15. Mann, ey. Wie kannst du so entspannt sein? Hast du die Schuhe? Seht euch um, Leute! Ja, komm her. Du Vogel. Welches rechts? Hier ist nichts. Bei dir? Hier ist auch nichts. Such da drüben, dann schau ich hier. Oben sind so ein paar. Okay. Oh. Du solltest nur darüber springen, mehr nicht. Da hinten sind so ein paar. Jetzt hast du ein Problem. Oh, ist heute nicht dein Tag? Ich versperre ihnen den Weg. Oh, wo denn jetzt schon wieder überall? Na, komm ich nicht durch. Na, komm ich nicht. Jetzt geht das wieder los hier. Es lief auch wieder zu gut, ne? Ja, die war mal richtig kacke. Oh! Zack, tot. Ach, Mensch. Wie kannst du so entspannt sein? Hast du die Schüsse nicht gehört? Wir sind nicht allein! Oh shit, sie sehen uns. Wir schaffen das. Scheiße. Doch gerade auch funktioniert. Rechts von dir, Fraser. Wo sind sie denn? Ach Mann. Ich hasse dieses Spiel.
Waffen entsichern! Ein Schuss tot. Mein Gott, ey. Was zum? Ich hab was gesehen. Pass auf. Ja, der war auch wieder richtig gut. Seht euch um, Leute! Granate! So, knacken wir erstmal in Ruhe dieses Schloss hier. Wir haben noch Zeit, ne? Also am Anfang fand ich das ja echt ganz klasse, aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so begeistert von. So, da oben ist noch einer. Der Raketenfuzzi ist das, glaube ich. Oder? Da ist er. Oh, alles klar. Alles sauber? Alles sauber. Ja, so langsam gewöhne ich mich aber auch ein bisschen dran. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder 1000 Versuche gebraucht. Aber ich finde schon so langsam... kriege ich da ein etwas besseres Gespür für. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Man muss sich das auch schön reden. Irgendein Mechanismus. Ja, das ist irgendein Mechanismus. Betätigen wir das. Mal los. Perfekt. Was für ein Tor? Nicht mal ein Tor gesehen. Ach doch, das da hinten. Das sollte ja funktionieren. Das hatte ich doch gesehen. Richtig. Ich erinnere mich. Okay, weiter geht's. Wow. Oh nein, falsche Taste. Nein, was machst du? Oh, sicher. War klar, dass du den einfachen Weg nehmen willst. Okay. Okay. Ach, hier. I see. Verzeihung, bitte. Alles gut bei dir? Alles gut. Fang nur super nicht ohne mich an. Ja, würde mir doch nicht einfallen. Okay, da geht es wohl nicht rein. Hallo.
Ich freue mich jetzt schon wieder darauf, die ganzen Schätze zu suchen. Das wird auch wieder ein Vergnügen, weil teilweise verstecken sie die richtig, richtig fies. Da bist du. Macht's Spaß? Genau wie das Klettergerüst in der Grundschule. Sieht sicherer aus als der Spielplatz an meiner Schule. Ah, fast da. Hi. Geschafft. Ich bin beeindruckt. Du bist beeindruckt. Ich bin müde. Bringen wir es hinter uns. So, da sind wir auch schon hier oben. Okay. Dieses Mal wird es wohl ein Bogen. Ach, diese Geschichte wieder hier. Ja. Noch schwerer. Was ist denn hier jetzt passiert? So. Sieh dir das an, Parashurama. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebit. Irgendwie ziemlich witzig. Letzter Halt. Das Vor da in diesem Berg. Das wird das mit der Axt sein. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Ich hätte so Bock, hier runter zu springen. Unten zum Auto. Klingt gut. Na gut, dann werden jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder ein paar Gegner kommen, so wie beim letzten Mal. Aber wir schauen erstmal, wie weit wir kommen. Jetzt ist sie offen. Was ist offen? Ach so, der hier. Oh. Ja. Das ist wohl easy peasy. Genau. Okay. So, und jetzt soll ich wohin zu dem anderen Turm da hinten? Wahrscheinlich, ne? Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt hier noch den Berg wieder runter.
Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld, so wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja, seit der junge König gegen die Perser verlor. Oh. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, dass hier seine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang im Krieg gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Was höre ich denn hier für seltsame Geräusche? Da muss er irgendwie hin. Ich kann schwören, dass ich hier schon mal war. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Einen Moment. Ich könnte schwören, dass ich hier schon mal war. Scheint viele von ihnen zu geben. Okay, mal sehen, was passiert. Oh, Wasserfontänen. Was ist das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Solange es keine Bombe ist? Denke nicht. Es hat aufgehört. Das ist ja doof. Okay. Scheint wohl was zu sein. Noch eine. Mach ich nur dir zuliebe. So, war's das? Ach, da hinten wäre noch eine gewesen. Jetzt gehen sie wahrscheinlich alle wieder an. Fontänen zurückgesetzt. Ja. Okay. Naja gut, wie dem auch sei, dieses Fontänenrätsel, das sparen wir uns fürs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich fand, dieser Teil lief jetzt endlich mal so ein bisschen runter, auch wenn er am Anfang vielleicht so ein bisschen stockte. Aber alles in allem bin ich ein bisschen vorangekommen. Obwohl ich, glaube ich, immer noch in Level 4 bin. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil geht's weiter mit Uncharted The Lost Legacy. Bis dahin, adios.